Hallo zusammen. Hallo. Ja, für uns ist ein sehr ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. Jawohl. Und darüber wollen wir mal ein bisschen mit euch plaudern. Natürlich auch über das hoffentlich bevorstehende, positiv ereignisreiche Jahr 2023. Ja, aber um euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu versetzen, zeigen wir euch ein paar Impressionen von den Weihnachtsmärkten, die wir hier in unserer Gegend besucht haben. Genau. So, wenn wir mal im Kätchen Weihnachtsmarkt sind. Dann sind wir in Heilbronn. Richtig, das Kätchen von Heilbronn. Aber da zahlen wir nichts weiter dazu. Das ist ein Theaterstück von Kleist. Ja, genau. Ja, aber mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Das machen wir ein andermal. Aber wir sind jetzt am Heilbronner Weihnachtsmarkt und da fangen wir jetzt ein paar Impressionen ein. Das waren Impressionen vom Kätchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn. Ja, der ist auch ganz nett anzuschauen. Und jetzt geht's weiter nach Bad Wimpfen am Weihnachtsmarkt. Ja, und Bad Wimpfen ist ein sehr alter Weihnachtsmarkt. Also es ist schon einige Jahrhunderte, wo er Über existiert. 500 Jahre. Also, und den schauen wir uns jetzt ein bisschen an. The snow is falling. And the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything. The only present I want. And oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, Merry Christmas. Unter Mistelzweig. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything, the only present I want. And oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Oh, what I'd give to have you here, my dear. We could sing and laugh about our wonderful year. I can see it now, yeah, your lips stained from the wine. And
and that sweet smile you have, your hand in mine. You know you're my everything, the only present I want. Oh, what I give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, Merry Christmas, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. I'm dreaming you home for the holidays. I'm dreaming you home right now. I'm dreaming you home because you're all I really want. I'm dreaming you home tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Weihnachtsmarkt. Ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt in der Deutschordensstadt Gundelsheim. Ja, und die wollen wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Genau, und schauen wir mal, ob er wirklich klein und fein ist. Also klein ist er, das wissen wir, ja. Aber fein ist es, wenn wir sehen. Und ihr könnt mit reingehen. Also kommt mit. Schluss gibt es noch eine Stadionwurst. Mhm. Aus Gundelsheimer Stadion. Ja. Von der SG Krumme Ebene. Ja, ja. Klar. Und danach sehen wir uns im Wohnmobil. Ja.
Genau, und dann erzählen wir euch noch ein bisschen was. Genau. So, das waren die Impressionen aus Heilbronn und Heilbronn-Franken. Und jetzt kommen wir zum Rückblick von 2022. Das hat ja alles schon sehr gut angefangen. Am 6. Januar gab es diesen Crash. Ja, also gut angefangen in Ausführungszeichen, weil das war ja nicht so gut, ja, aber es ging ja alles zum Glück glimpflich aus. Ja, wir haben ja übrigens alles komplett bezahlt bekommen, inklusive unsere Auslagen. Ja, also für alle, die gemeint haben, dass wir da eine Deihschuld tragen, nein. Dem war nicht so. Nein, wir sind komplett entschädigt worden und wir waren auch froh, dass die Firma Hümer sich da sehr beweglich gezeigt hat und uns den Schaden ganz kurzfristig notrepariert hat, dass wir weiter nach Spanien fahren konnten und dann natürlich noch die Schlussreparatur durchgeführt hat, sodass unser Gustl wieder wunderschön dasteht. Ja, genau. Es war also schon der Jahresanfang, fing schon sehr ereignisreich an. Genau, erst mit dem Schreck und dann mit der Erleichterung, dass wir pünktlich losfahren können. Allerdings natürlich nach der abgesagten CMT etwas früher, als wir eigentlich geplant hatten, aber das hat ja keinen Abbruch getan. Nö, das war dann schon ganz okay. Ja. Es war eine tolle Reise, die auch dann in Avignon mit einem Tänzchen auf der Brücke begonnen hat. Ja, genau, das war richtig nett und ja, das hat mir sehr gut gefallen, natürlich. Ja. Das gehört zu meinen Erinnerungen, die wirklich mein Leben lang begleiten werden. Ja, und das war auch ein schönes Ereignis. Allerdings ist uns da auch ein Missgeschick passiert. Da ist nämlich die Kamera beschädigt worden, aber das ist mittlerweile behoben. Ja, also, genau. Da ist also alles wieder in Ordnung. Ist auch alles gut ausgegangen. Ja, hat auch der ganzen Sache keinen großen Abbruch getan. Ja. Und wir sind dann nach Andalusien gereist. Wir waren 7 Wochen unterwegs und es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Wer das nochmals nachempfinden möchte, was wir da alles erlebt haben, inklusive Gibraltar, da haben wir eine Playlist mit etlichen Videos online gestellt. Ist also alles nachzusehen. Wir waren dann auch in Chipiona, wo es schon richtig sommerliches Wetter war. Also nicht heiß, aber sehr angenehm, sodass wir mit kurzer Hose rumlaufen konnten. War irgendwie ein komisches Gefühl, wenn es eigentlich Winter ist, in Sommerkleidung umeinander zu laufen. Aber war eine ganz tolle Lebenserfahrung. Was das Ganze etwas getrübt hat, war dann am 24. Februar, als wir dann erfahren haben, dass die Ukraine überfallen wurde. Und wir jeden Tag im Prinzip aufgewacht sind und erstmal nachgeschaut haben, ob Kiew noch lebt. Ja. Ja, also das war schon auch eine Zeit für uns, die uns schon auch nachgegangen ist. Das ganze Jahr über übrigens. Mittlerweile sagen viele, man hat sich dran gewöhnt. Nein, wir haben uns noch nicht dran gewöhnt. Und man darf auch gar nicht so darüber nachdenken, wie es jetzt diesen Menschen dort untergeht, jetzt wo der Winter kommt. Also wir sind echt froh und glücklich und dankbar, dass es uns hier sehr gut geht. Ja, aber das hat also das Ganze schon etwas getrübt, haben wir auch, glaube ich, dann 2-3 Mal erwähnt. Wir haben es dann auch erwähnt, ja. Aber du kannst natürlich keinen Abbruch, wenn wir auf alles verzichten, dann helfen wir da drüben auch nicht. Das ist darunter auch nicht besser, nein. Insoweit können wir aber sagen, also unabhängig von dem Krieg, können wir sagen, also das war eine ganz tolle Reise und die 7 Wochen, die haben sich wirklich gelohnt. Ja, es war ja auch die längste Reise, die wir bis mit jetzt unserem Gustl gemacht haben. Ja, nicht nur im Ausland, sondern überhaupt. Also wir haben mal 3 Monate im Gustl gewohnt. Ja, aber da hatten wir ja keine Ausflüge in dem Sinn gemacht. Mhm. Also ein bisschen schon. Ja, aber nicht so wie jetzt mit Spanien. Ja, jetzt auf jeden Fall. Es war eine tolle Erfahrung. Wir können es nur empfehlen. Ja. Und wer sich dafür nochmal interessiert, schaut euch doch gerne mal unsere Playlist dazu an. Wir haben dann ein zweites Erlebnis gehabt. Das war dann im Juli. Ja, das war ziemlich spontan. Ich nehme an, du meinst jetzt die Tour de France. Genau. Ja. Ich muss noch im Nachhinein, also jetzt haben wir ja Ende November oder Anfang Dezember, muss ich immer noch sagen, wir haben ja noch mehr erlebt, aber das war das
tollste Wohnmobilerlebnis, was ich bis jetzt gehabt habe, Tour de France. Das war wirklich einmalig. Und wenn ihr euch auch da haben wir eine Playlist dazu, wenn ihr euch das anschaut und es nachvollzieht, dann könnt ihr vielleicht, wer ein bisschen am Radfahren interessiert ist, wobei das kann ich das ausschlaggebend ist, dieses Ereignis einmal begleitet zu haben für 4 Tage, das war ein einmaliges Erlebnis. Ja, also das war auch ganz kurz entschlossen von uns geplant und es hat sich alles wunderbar so ineinander reingefügt nachher. Das war richtig schön und ja, wir haben ja dabei auch einiges erlebt. Also nicht nur jetzt diese Radfahrer, wie schnell das an einem vorbeisaust, sondern das Ganze drumherum. Ja. Also das war ein Erlebnis. Das war absolut ein Erlebnis. Ja. Wir haben vor allen Dingen, haben wir uns vorher kundig gemacht, oder ich mich vorher kundig gemacht, dann hat es gesagt, viele Restriktionen sind da in Aussicht gestellt worden, dass man nirgends stehen darf und so. Das war überhaupt nicht der Fall. War gar nicht. Im Gegenteil, wir haben uns willkommen geheißen gefühlt in Frankreich. Die Leute haben sich daran gefreut, dass wir aus Deutschland kommen, um die Tour de France zu begleiten. Ja, genau. Und viele von euch wissen ja, dass wir da ja auch mal in eine etwas sehr brenzlige Situation gekommen sind. Meistens ist, wenn wir auf Reisen sind, ja, einmal bleiben wir in der Wüste stecken, ja. Und einmal fahren wir eben auf Serpentine, wo wir dann fast nicht mehr weiterkommen. Das ist alles in unserer Playlist in der Tour de France. Wir haben das schonungslos alles gefilmt und online gestellt. Ja, eben, aber wir hatten nie irgendwelche Probleme mit der Polizei oder irgendwas. Im Gegenteil, die waren sehr freundlich. Alle sehr, sehr freundlich. Das einzige Mal war es, wie sie uns vom Stellplatz, wir waren direkt an der Piste gestanden, wo die Fahrer am nächsten Tag vorbeifahren, da wollten sie uns wegschicken. Aber mit den Wohnmobilnachbarn konnten wir uns dann erfolgreich dagegen wehren, sodass es gereicht hat, dass wir ein bisschen weiter in die Wiese reinfahren. Mhm. Und dann war das auch ein ganz tolles Ereignis. Also können wir euch nur empfehlen, diese Playlist. Was haben wir noch gehabt? Ich muss mal nachschauen. Ja, unsere Community. Ja. Da müssen wir uns, also auch später nochmal kommen wir dann nochmal auf Community zurück. Aber wir müssen uns auch bei der Tour de France für unsere Community bedanken. Das war so toll, wie ihr uns begleitet habt. Uns sind Videos zugespielt worden, weil wir in verschiedenen Fernsehsendern, Eurosport und dann in ZDF oder ARD. Ja, also in Sender, die einfach den Radsport übertragen haben, waren wir das ein oder andere Mal zu sehen. Und da bedanken wir uns im Nachhinein nochmal ganz recht herzlich für die Clips, euch, die ihr uns zugespielt habt. Das hat uns riesig gefreut. Ja. Viele haben nur geschrieben, sie haben uns gesehen und haben sich gefreut drüber. Auch das hat uns gefreut, ja. Denn irgendwie haben wir gewusst, wir sind irgendwie nicht alleine. Ja, also es war richtig schön. Es fiebern viele mit, ja. Hat uns wunderbar gefallen. Ja. War echt toll. Können aber auch jeden nur empfehlen, der ein Wohnmobil hat und Zeit hat, macht es einmal. 4 Etappen waren wir dabei. Ein ganz tolles Erlebnis. Und man muss kein Radsportfan sein, um davon sich von der Begeisterung anstecken Braucht zu lassen. Braucht man nicht. Schon das ganze Feeling drumherum, am Straßenrand zu stehen und noch andere Wohnmobilisten. Einfach schön. Ja, was wir dann auch gehabt haben bei der Tour de France, natürlich haben wir Glück gehabt mit dem Traumwetter. Ja. Es war ein traumhaftes Wetter. Eigentlich war es zu heiß. Ja. Und wir sind dann nach der Tour de France, weil die 4 Tage haben uns dann schon auch ein bisschen geschlaucht, denn das ist schon Organisation, Stellplatz finden und alles. Mhm. Und dann auf die Fahrer warten. Mhm. Wir waren dann auch wieder froh, wie es vorbei gewesen ist, haben dann gesagt, wir ruhen uns noch ein paar Tage aus. Bei 35, 38 Grad haben wir auch einen wunderschönen Stellplatz gefunden, aber das hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, weil es zu heiß gewesen ist. Es war zu heiß. Und ja. Also wir hatten ja auch sogar noch einen Schattenplatz und einen großen Baum. Ja, aber die Sonne scheint, hat trotzdem uns ab und an von einer Ecke erwischt. Und dann war das unerträglich heiß, zumal es konnte ja gar nicht abkühlen, weil draußen ja genauso heiß war. Ja. Wir haben uns dann gesagt, wenn es so heiß ist, dann haben wir es daheim eigentlich bequemer und komfortabler und dann sind wir kurzfristig nach Hause gefahren, haben aber schöne Erinnerungen mitgenommen und auch ein schönes Schlussvideo gemacht. Legen wir euch gerne ans Herzen. Schaut mal rein. Ja, wir waren nicht nur im Ausland, wir waren auch in Deutschland unterwegs, viel unterwegs. Wir haben uns mit Freunden öfters mal getroffen. Genau, das war richtig nett, haben teilweise auch da Videos darüber gedreht. Mhm. Wir waren im Allgäu öfters bei
Hümer natürlich. Ja, da haben wir öfters was zu erledigen gehabt. Haben aber auch unsere Sitze erneuert bekommen. Also einige technische Dinge gleichzeitig mit erledigt. Ja. Aber auch schöne Ausflüge gemacht. Und das haben wir natürlich alles in unseren Wohnmobilausflügen, Baden-Württemberg-Ausflugsziele. Baden-Württemberg haben wir auch eine Playlist. Und da haben wir das alles drinnen. Aber wir waren ja nicht nur in Baden-Württemberg. Unter anderem waren wir nämlich auch noch in der Pfalz. Genau. Und die zählt nicht zu Baden-Württemberg. Beim Spargelessen. Ja. Und auch das waren schöne Ausflüge mit gutem Spargel. Allerdings dieses Jahr etwas weniger Spargelzeit als im Jahr davor. Ja, irgendwie hat es bei uns dann nicht mehr weiter zu mehreren Spargelausflügen gereicht. Ja, früher, also die Jahre davor waren wir eigentlich immer so 3-4 Mal in Pfalz und haben Spargel gegessen. Diesmal also nur einmal, aber er hat trotzdem geschmeckt. Ja, logisch. Und vielleicht klappt es im kommenden Jahr, dass wir wieder öfters zum Spargelessen unterwegs sind. Es gibt ja auch noch andere Spargelregionen hier in Deutschland. Also wir haben auch viele Ziele in Deutschland angesteuert und es war immer schön. Also auch im Allgäu Radtouren haben wir gemacht. Alles gerne nachzusehen. Und dann kam endlich der Caravansalon wieder, wie schon im Jahr davor, diesmal mit etwas weniger Einschränkungen. Ja, also man konnte ja ohne Maske rumlaufen. Ja, es waren eigentlich gar keine Einschränkungen mehr. Doch, man durfte nicht grillen. Also grillen war nicht erlaubt auf dem Platz wegen Brandgefahr. Aber, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das war wegen Brandgefahr, weil das ja alles so trocken war, weil wir hatten ja, wie ihr ja alles selber wisst, einen sehr heißen Sommer. Ja. Nichtsdestotrotz hat uns das davon abgehalten, zum Caravansalon zu fahren und den natürlich in vollen Zügen zu genießen. Mhm. Wir haben auch viele Videos oder einige Videos drüber gemacht. Wir haben auch einen Vortrag gehalten auf dem Caravansalon. Ja, das war natürlich auch mal wieder ein Highlight. Das ist immer schon ein bisschen was anderes. Da wird man dann auch wieder ein bisschen gefordert und dann hofft man natürlich auch, dass man nicht alleinig auf der Bühne steht, sondern dass auch dass auch einige Zuschauer sind. Und es waren viele Zuschauer da und viele von euch haben uns dann danach auch noch angesprochen und mit denen konnte man dann auch noch sprechen. Also vielen Dank, dass ihr da noch dazugekommen seid. Das war natürlich toll. Ja, fanden wir sehr schön, dass wir so unterstützt worden sind. Und wir fanden es auch schön, also die ganzen YouTuber, YouTube-Kollegen, die wir getroffen haben. Ihr wisst selber, wenn wir alles meinen, wir zählen jetzt da niemand auf. Nein, nachher vergessen wir einen, der ist dann vielleicht ein bisschen traurig. Also wir haben so viele eben auch andere YouTuber getroffen und das war so schön. Uns hat es gut gefallen. Und wir haben auch fast jeden Abend Besuch gehabt bei uns. Ja, wir waren auch im Zelt. Im Zelt waren wir auch. Ja, da haben wir auch viele Follower getroffen. Ja, und also auch viele auch Grüße an alle nochmal. Ja, das war sehr, sehr schön. Und auch an euch Zuschauer. Ja. Euch haben wir ja auch getroffen. Ja, sag ich ja gerade. Mhm, okay. Ich dachte, du sprichst nur die YouTube-Kollegen an. Nein, ich habe ja gerade gesagt, viele Follower haben wir auch getroffen. Okay. Ja. Und danach ging es gleich unmittelbar weiter Richtung Norwegen. Norwegen, genau. Haben wir in Flensburg unsere letzte Nacht verbracht und dann haben wir Norwegen angegangen. Angegangen? Ja, angestürzt. Also über Dänemark sind wir natürlich auf mit der Fähre dann rübergefahren. Und dann kam der Fall. Und das fing natürlich auch schon wieder recht gut an. Mein lieber Mann, der Helle hat es natürlich der Länge nach auf dem Schiff hingelegt. Ja, also wie immer, es ist mal wieder gut gegangen. Ich hoffe, dass das noch weiter, dass wir dieses Glück weiterhin haben. Ja, es hätte natürlich blöder ausgehen können. Also mit einer richtigen Verletzung oder so. Ja. So war eigentlich, würde ich sagen, der Schreck größer als. Ja, und ein paar Schrammen habe ich davon getragen, aber da habe ich schnell erholt. Es war dann nicht tragisch. Ja, Gott sei Dank natürlich. Alles zu sehen im Video, wer nochmal mit mir leiden möchte. Nein, aber in Norwegen selber war das war auch wieder ein wunderschönes Erlebnis. Und ihr wisst ja, wir wollten schon länger nach Norwegen fahren, hat sich halt einfach irgendwie nie so ergeben. Und als ich mich dann damit befasst habe mit dem Norwegen, habe ich nur festgestellt, da gibt es ja nicht nur das Nordkap, sondern sie haben auch ein Südkap. Und somit auch war dann natürlich die Idee geboren, wir fahren vom Südkap bis zum Nordkap. Und es war eine wunderschöne Reise. Ja, und was wir auch sagen müssen ist, wir haben vom Südkap bis zum Nordkap immer wieder Leute getroffen, die uns zuschauen, die uns angesprochen haben
und wir grüßen alle Norwegenreisende. Ja, wir nennen lieber keine Namen, denn wir vergessen garantiert jemanden. Ja, sonst wir vergessen dann jemanden. Aber es ist toll, wenn man in eine neue Stadt kommt, ja, die, wo man das erste Mal ist, und dann winken einen schon Leute zu. Also wir haben das genossen und wir fanden das toll. Und grüßen alle nochmal an dieser Stelle recht herzlich. Und es hat sich ja auch ergeben, dass wir uns sogar auf einem Stellplatz mit jemand getroffen haben. Die kamen nämlich runtergefahren und wir sind hochgefahren. Und so hat es wunderbar gepasst. Ja, und da haben wir dann eine Nacht nebeneinander verbracht. Ja, genau. Und sind am nächsten Tag weiter in unsere Richtung gefahren. Ja, genau. Ja. Das war auch richtig nett. Ja, es war natürlich alles genauso wie natürlich Spanien sehr, sehr ereignisreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Ossi ist bei solchen Dingen immer etwas härter im Nehmen als ich. Eigentlich war ich schon nicht mehr aufnahmefähig und ich hätte gerne ein paar Tage früher zurückgehen können. Aber wir haben unseren Plan gehabt und den haben wir durchgezogen und bis zum Skagerrak. Es hat dann auch im Nachhinein, muss ich sagen, man hätte ja nur ein wenig mehr machen können. Aber es ist einfach, wenn man so viele Wochen unterwegs ist und jeden Tag im Prinzip eine Veränderung hat, denn bis zum Nordkap, das ist schon eine Aufgabe, da hinzukommen, da muss man viel fahren, dann irgendwann ist man nicht mehr aufnahmefähig. Ja, man ist einfach gesättigt irgendwie, wenn immer jeden Tag neue Eindrücke auf einem einstürmen, die muss man dann auch irgendwann mal verarbeiten, ist klar. Und der Helle war dann etwas vor mir gesättigt. Ja, und wir sind dann auch gut zurückgekommen, das war alles einwandfrei. Wir planen auch schon wieder die nächste längere Reise, dazu kommen aber dann später. Ja, klar. Und da werden wir auch ist wieder gesättigt sein. Ist ja dann erst im neuen Jahr, also jetzt machen wir erstmal das alte Jahr. Genau. Ja, und was bei uns ja eine für uns beliebte Rubrik ist, und auch für viele von euch, das wissen wir, vom Laien für Laien. Es ist natürlich so, dass ich technisch so gut wie keine Ahnung habe, aber mir immer wieder die Freiheit herausnehme, auch technische Videos zu drehen und immer wieder Kritik und Kopfschütteln andere, ja, was mir eigentlich im Prinzip gar nichts ausmacht. Ja. Wenn es natürlich dann heißt, ich bringe andere Leute in Lebensgefahr, ja, das berührt mich dann schon ein bisschen eher, ja, weil ich das eigentlich mit Sicherheit nicht mache. Denn nein, und außerdem über das, was wir ja sprechen, da setzt du dich ja eigentlich auch so auseinander. Und das sind ja dann unsere Erfahrungswerte. Und wir bringen niemanden in Lebensgefahr. Nein, weder euch noch uns. Ja. Also, das ist eins, was ganz sicher ist. Das ist einfach, wenn Leute nur mit Halbwissen, ja, was sie irgendwo gehört haben, dann versuchen uns anzugehen. Also das finde ich voll daneben. Und das lassen wir uns auch nicht bieten, das ist ganz klar. Wir machen aus unserer Sicht, berichten wir die Dinge und wir weisen auch immer wieder auf Sicherheitsaspekte hin, so auch wie bei den angesprochenen Videos. Und wir haben uns ja auch kundig gemacht und wir waren da komplett richtig gelegen. Ja, ja. Auch dank der Hilfe von vielen von euch, das muss man ganz klar sagen. Ja, genau. Denn wir lernen nämlich von diesen Technikvideos auch. Wir haben die Rückmeldung, dass viele sagen, ich finde es gut, dass ich das erkläre, weil irgendwie die Leute das verständlich dann mitbekommen haben. Und weil sie auch sagen, wenn das von einem Fachmann erklärt wird, dann ist es technisch so vollgepackt, dass es niemand mehr versteht. So geht es auch mir. Und deswegen tue ich oft, wenn ich mich kundig mache über Fachvideos, dann noch mit jemandem aus dem Bekanntenkreis zusammenschließen und lass mir das dann noch mal ein bisschen aufdröseln und lerne auch teilweise von der Community dazu, so wie in den gerade technischen Videos von der Bauerstation, aber auch von vielen anderen. Wir haben schon sehr viel durch die Community gelernt. Jawohl. Und wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass schon sehr viele aus unserer Community von uns gelernt haben. Beides freut uns, beides ist wichtig, dass man sich miteinander austauscht und bereichert. Und das behalten wir auch 2023 so weiter. Und da können die schimpfen, die das nicht mögen, so viel sie wollen, wir machen es weiter. Aber wir haben einen Trost für alle. Es steht immer drauf, was in unseren Videos drinnen ist. Schaut es euch einfach nicht an, wenn ihr euch nur aufregen müsst. Ja, ja, und was mir natürlich ganz lustig finde,
wenn uns dann gedroht wird, dass sie das Abo beenden. Ah ja, das ist also furchtbar. Was soll das? Ja. Beenden das halt. Das ist doch uns so wurscht wie Nein, egal. Nein, uns ist es denn wurscht. Wir haben gern Abonnenten. Ja, ja, natürlich, wir das schon. Auch, aber wenn auch, jemand, aber nur Querulanten brauchen wir nicht. Nein, nee. Und wenn jemand mit uns nicht einverstanden ist, soll beenden, dann ja. soll das beenden. Ja. Also wir schätzen unsere, jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Community, ah, okay, die wir extrem schätzen. Also wir, das ist eigentlich die Haupttriebfeder unseres Kanals. Nicht nur, dass wir gerne Videos erstellen, sondern auch diese vielen, vielen netten Menschen, die wir draußen treffen, die uns anschreiben. Wir bekommen auch viele E-Mails und ich hoffe, dass ich immer alle beantwortet habe. Ich bin mir aber sicher, dass ich mit Sicherheit das eine oder andere übersehen habe. Dann seid uns bitte nicht böse. Ja. Es ist manchmal einfach zu viel. Aber ja, eben, weil man hat ja dann manchmal noch irgendwas anderes zu tun und dann kommt man drüber hinweg. Ja, dann geht es irgendwie nach hinten und kommt dann nicht mehr vor. Aber seid euch gewiss, alle, die uns wohlgesonnen sind, wir freuen uns sehr über euch und es schreiben uns ja viele, dass sie gerne unsere Videos anschauen. Ja. Also das spannt uns auf jeden Fall an, dass wir weitermachen und wir werden weitermachen. Weil auch wir eine große Freude an unserem Kanal haben. Ja, genau. Und uns macht es ja einfach Spaß, wenn wir da ein bisschen filmen und die Gegend und die Landschaft und ja, und überhaupt das ganze Leben hier so drumrum. Das macht uns viel Freude. Und wir freuen uns dann drüber, wenn es euch auch gefällt und euch eine gewisse Zeit einfach auch ablenkt von eurem Alltag. Und wenn wir sagen, wir machen weiter, dann sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei unseren Planungen für 2023. Okay. Also 2023. Das neue Jahr. Wir hoffen, das wird genauso gut wie das vergangene Jahr. Nicht ganz so ereignisreich im Beginn. Ja, okay, das brauchen wir nicht mehr. Also wir brauchen keinen Crash mehr und wir brauchen auch nicht, dass der Helle der Länge nach irgendwo hinfällt. Also das kann unterbleiben. Aber ansonsten, also wir fangen auf jeden Fall mit der CMT an, so wir die Akkreditierung erhalten. Jawohl, ja, genau. Wovon wir ausgehen. Ja. Und dann wollen wir wieder Richtung Spanien fahren. Das fahren wir dann gleich anschließend direkt von der CMT aus, wollen wir Richtung Spanien. Ja, was wir da ins Auge gefasst haben, ist, dass wir durch Andorra fahren und Andalusien. Aber die detaillierten Ziele haben wir noch nicht im Kopf. Nein, auch genau. Damit beschäftige ich mich jetzt erst mal nach Weihnachten. Ja, wir fahren auch dann vielleicht an der Atlantikküste zurück bei Frankreich oder so. Das sind alles Überlegungen, die wir schon letztes Jahr gehabt haben. Aber wir wissen es noch nicht. Verfolgt uns einfach weiterhin. Ja? Wir stellen ja wieder alle Stationen online, die wir mit unserem Auto fahren. Alle wahrscheinlich nicht, aber viele. Einige. Ja. Zwischendurch. So, und die weitere Planungen haben wir noch keine. Nein. Wir hatten einiges in Planung, aber das haben wir dann auch wieder verworfen. Und es ist halt wie immer, es geht dann spontan ins Jahr und man muss dann schauen, wie sich das Jahr entwickelt und für was für Ziele wir Lust haben. Genau. Nach Norwegen fahren wir definitiv nicht. Nein, da waren wir ja jetzt, also zweimal hintereinander. Habe jetzt eigentlich keine große Lust. Also wir schauen, wo wir dann noch hinfahren. Wir werden sicherlich noch eine große Reise auch 2023 machen, sofern alles in Ordnung ist und wir gesund bleiben natürlich. Ja, ja, genau. Darauf hoffen wir. Und ja, jetzt bleiben wir einfach zusammen. Also wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unserem Kanal treu bleibt. Und wir produzieren gerne Videos, die euch hoffentlich gefallen. Und dann hoffen wir noch auf ein gemeinsames Jahr 2023. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch schön gesagt, oder? Ja, also jetzt sage ich das auch nochmal. Es war wirklich ganz toll, dass wir viele von euch dieses Jahr wieder mal kennenlernen durften. Und auch viele YouTube-Kollegen, muss ich dazu sagen. Genau. Wir haben ja auch neue YouTube-Kollegen noch dazu kennenlernen können dieses Jahr. War echt toll, freut uns immer. Ja, und dann der Austausch miteinander, das ist immer bereichernd. Das bereichert immer und man erfährt ja auch immer wieder was Neues. Also es ist sehr schön, macht uns riesen Spaß. Ja. Und ja, eigentlich bleibt uns jetzt nur noch zu sagen. Schöne Adventszeit. Eine schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jawohl, und bleibt alle gesund. Das wünschen wir euch von Herzen. Und dann hoffen wir, dass wir uns im neuen Jahr alle wieder
Sehr gerne. Jawohl, also. Also macht's gut. Viel Spaß euch. Ciao. Tschüss. Ach, weißt du was? Ich mache jetzt hier nochmal die Spieluhr an und dann hören wir sie uns nochmal gemütlich an und können dabei noch unseren Tee leer trinken, oder? Was hältst du davon? Dann haben wir da jetzt auch nochmal ein bisschen was. Das hört sich doch einfach schön an.